Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel namens Soma. Ich glaube, man befindet sich auf einer Art Tauchstation und es soll sehr Lovecraft-esque sein und darauf stehe ich, wie ihr wisst. Let's go! Monster sind gefährlich und tödlich. Du musst schleichen und dein Gehirn einsetzen, um zu überleben. So wurde das Spiel entworfen. Sicher. Sind gruselig, aber nicht tödlich. Ah, ist ja lame. Natürlich wollen wir die volle Experience haben. Realität ist das, was nicht verschwindet, wenn man aufhört, daran zu glauben. Philip K. Dick. K steht, glaube ich, für klein. Are you okay, Simon? I think you're bleeding. Oh, that's nothing. It's just my brain can't stop bleeding from the accident. That's clear. Here, take this. Sicher? No, that's for later, for the scan. It's green. Ashley, I need to tell you something. Simon, please don't make this weird. No, it's not like that. Why now? Who's David Munchie? Why is there never enough time? For what? Christ. Okay. Los geht's. Ja. Yeah, I'm up. Hi, Simon Jarrett? Yeah, that's me. Das bin ich, Simon Jarrett. My name is David Munchie. We spoke earlier. The brain scan. I remember. Are you all right? Yeah. Yeah, just a bad dream. Are we still on for today? Yeah, that's why I'm calling. I wanted to remind you to drink the tracer fluid I sent you. It'll help me capture a better image of the damages. Don't worry, I got it somewhere. Okay, great. Well, I'll see you in a couple of hours then. Okay, see you soon. 9:21 Uhr. David Munchie hat mich geweckt. Ich bin Simon Jarrett. Willkommen, WASD. Das ist ja mal eine ganz kreative Steuerung. Ich muss gedrückt halten, kann das auf- und zumachen und die Items da drinnen wackeln dann. Das ist doch nice. Kann ich irgendwas von gebrauchen? Bäh. Abhaken. Hooked. Mark und Diana Miller haben endlich Zeit für eine Pause. Sie haben genug Geld gespart, um sich den lange ersehnten Familienurlaub auf Hawaii zu gönnen. Doch während die Sonne am ersten Abend vor Waikiki Beach im Meer versinkt, verwandelt sich Marks und Dianas Paradies in einen Albtraum, als sich vor ihren Augen plötzlich Schwimmer tausenden dünnen Ranken verfangen, die ihren Ursprung irgendwo unterhalb der Wellen haben. Die schreienden Schwimmer werden langsam ins dunkle Wasser gezogen. Auch ihr siebenjähriger Sohn Charlie, der verzweifelt versucht, sich in Sicherheit zu bringen, wird von den bösartigen Ranken gefangen. Spannend, mystisch und absolut furchterregend. Am Haken wird auch sie einholen. Hooked will pull you in. Interesting. Ich nehme natürlich meine coole Sonnenbrille mit. Was? Come on, radioactive tracer fluid, where are you? Okay. Oopsie. Hey Simon, it's Jesse. You working this weekend or what? I knew there was something you were doing. Was it this weekend or next? Anywho, just shoot me a mail or something. Love you, miss you, mean it. End of messages. I swear, that guy has the memory of a goldfish. I even sent an email to remind him, didn't I? Das kann sein. Aber du ja scheinbar auch hier. Ziemlich vergesslich. Okay. Rein damit. Tür zu. Und Start. Nein. Dazu. Kleines Feuer machen. Ist hier nur Fertigpizza. Das ist nicht sehr gesund, was du hier machst. Und dein Hirnschaden ist keine Entschuldigung. Ich bin so stark. Hier, oben drauf. Ich dekoriere mal kurz um, ja? Ich finde die ganze Wohnung, fand ich vorher schon hässlich. Oh, fuck. Okay, so, liegen bleiben. Anderer Stuhl.
Warte, weiter weg, weiter weg. Warte. Nein, nein, nein. Ja, 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 halt! Warte. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Fuck! Ja, so ist gut. So ist gut. So ist gut. Warte, wo ist der andere? Da. Rotieren. Warte. Rotate. Kann ich nicht. So. Ja, ja, ja. Ja, doch, doch. Oh. Das könnte auch halten. Nein, verdammt. Aber da oben ist auch nett. Fuck. Jetzt. Oh. Ich hatte es gerade. Oh, nicht zu weit. Ha. Ja. Ja, ist doch. Geht nicht mehr auf. Physik. Richtig Physik hier. Guck mal, ich kriege es nicht mehr auf. Wegen dem scheiß Stuhl da. Wenn ich ein bisschen rüttel, fällt er vielleicht gleich. Richtig Physik hier. Wow, ich bin begeistert. Guck mal, ob der jetzt fällt, ob der schwerer wird. I am impressed. Warte, jetzt. Verdammt. Ja, da musst du wohl oben. Auf. Warte, hier. Super. Mal den Kühlschrank auf, mal gucken, was da so los ist. The fast food. I should buy something healthier on my way. Ups. Warte. Pizza. Das sieht nach einer guten aus. Da ist ein italienisches Logo drauf. Also, die italienische Flagge. Ein italienisches Logo. Ja. Oh. Fuck, ich dachte, ich werde mich hier, könnte mich hier abfeiern, weil ich den sogar geworfen habe. Du da. Du wieder hier. Du kurz auch. Okay, wir wissen ja auch nicht alles, ne? Aber ich wette, es das. Darum geht's in dem Game. Einen anderen Inhalt sehe ich hier auch kaum. Ist das ein Oscar? Mal ein bisschen ins Licht. Ombra de la Sera. Volterra. Alles klar. Oh, eine Cam. Die ist bestimmt leicht zerbrechlich. Was sind Objektive? Verstehe. Hm. Was ist das? Ein USB-Stick hier. USB-Stick. Passt nicht. Notiz. Okay. Irgendeine Convention. Get well soon. Love, Mom. Cool. Danke, Mom. War das die von gerade? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das bin schon bei ich. Dr. Aaron Peak, St. Mary Hospital. Gradutan. Okay, das ist diese radioaktive Flüssigkeit, die ich gleich nehmen soll oder so. Okay, hier ist ein Bild vom Strand. The Grimoire Präsenz Robin McConnell Meet and Greet Book Signing 11. Januar 2005. Das sieht aus wie das Hooked Cover. Ja, vielleicht ist das auch der Autor davon. Wow, boah, ist deep. Deepes Bild. Oh. Summer's coming. Hope it's a good one. Bestimmt. Mega Aussicht auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe einen neuen Platz für all meine Dinge gefunden. Mal gucken, wie viel reinpasst. Komm her. Ups. oder natürlich. Damn it. Ja. Oh. Puh. Ah, fuck. Mann, das klingt ja besser. Jetzt aber. Hm. There it is.
Ich habe es noch nicht gefunden. Keine Ahnung, was sein soll. Um dir für den Song. Blablabla. Alles klar. Massive Recall. Alles klar, interessiert mich nicht. Hier. Achtung, Leute. Warte, ich mach. Pass auf, ich mach's so. Du. Oben drauf. Oh, warte. So wollte ich nicht. Mit R kommt zu. Ah, so. Okay. Jetzt habe ich es verstanden. Geil. So, komm her, Fernbedienung. Achtung. Und was gibt denn mehr Punkte? Klo oder Eimer? Eimer. Damn it. Nicht einen Punkt. Mapping Minds. Albert Isaacson. Ja, ja, okay. Was ist das? Massive Recall. Oh, das ist der geile Film. Korrupter Polizist. Hier, komm her. Ach, Mann! Gibt's doch nicht. Ich muss mal punkten hier. Boah, das ist aber auch schwerer als gedacht. Ach, Manu, ich will doch jetzt endlich mal hier. Komm her. Aber du. Ja, und nicht zu nah ran, das ist auch zu langweilig. Alter. Vorstellen, wie die Leute hier vor ihrem Bildschirm sitzen und denken einfach so, alter Junge, spiel einfach das Spiel. Wie sie vor dem Bildschirm sitzen und ausflippen und sagen, 100 Punkte hat der Kandidat, endlich ist so ein Objektiv mal da drin. Gelandet. Und jetzt direkt die nächste. Pass auf. Und oh. Vor Freude. Ja, geil. Ist alles reingefallen hier. Mit der Zahnbürste muss man auch nochmal hier unter den Rändern sauber machen. Ich spiele einen Streich und dann tue ich das hier rein und dann merkt mein Mitbewohner gar nicht, dass ich das in der Scheiße rumgerieben habe. Hier noch kurz rasieren. Was ist das? Wie kommt das denn hier hin? Das geht doch da rein. Fuck. Komm her. So. Komm her. So. Komm her. Ich häng's an den Nagel. Ganz fotografieren. Ist doch, da hat keine Hand und Fuß. Ich wette irgendwas mit Zukunft. Mit künstlerischen Geschichten, das ist doch. Das. Oh, ist die kaputt gegangen? Ah ne, das war der Tacker, war nicht die Fernbedienung. Hau ab. USB-Stick. Für USB-Stick ist immer Platz. Bleib zu jetzt. Stand da jetzt 19p? Witzig. Oh, Dusche. Don't want to keep the doctor waiting. I'll shower when I get back. Ich beeile mich, mach so schnell ich kann. Also, ich weiß nicht, was du hast. Ich würde niemals rumtrödeln. Was ist hier los? Von David Monge. Ich wollte Ihnen aber für die Teilnahme an unserem Forschungsprojekt danken. Der Scan wird in den Pace Laboratories in Toronto durchgeführt, aber da wir selbst Gäste sind und unser Zugang ein bisschen unfair ist, unvorhersehbar. Ich werde versuchen, eine Scan-Session für Samstag anzusetzen. Sobald das bestätigt ist, werde ich mich wieder bei Ihnen melden. Mit freundlichen Grüßen, David Munchi. Ein neues Rezept für die Geschichte, alles klar. Samstag frei. Hey, oh, Jesse. I forgot to hit send. Oh, damn it. Das ist nur ein Entwurf. Du hast wahrscheinlich vergessen, das möchte ich hiermit daran erinnern, dass ich morgen diesen Arzttermin habe, also nicht zur Arbeit kommen werde. Oh, deswegen.
Das bedeutet auch, dass du dafür sorgen musst, dass du den Laden auch tatsächlich rechtzeitig aufschließt. Bitte pack auch die Kisten hinter dem Tresen aus, da sie sich langsam aber sicher zu einer Arbeitsplatzgefahr entwickeln. Tendenziell verkaufen sich Bücher auch viel besser, wenn sie in die Regale gestellt werden, wo sie Leute sehen können. Viel Glück, du wirst es brauchen, Simon. Yes. Better late than never. Genau. Gmail. So. Habe ich hier schon überall reingeguckt? Das ist hier auch wichtig. Jetzt gucken, was der Herr so für eine Garderobe hat. Lala. Warte. So. Wieso kann ich es nicht rotieren? Oh! Sorry, sorry. Warte. Ja, ich mach's ganz vorsichtig. So. Da ist der beste Platz für einen. Wie sieht das denn hier aus? Bei den Hottentotten! Achtung. Fertig. Kannst kaum sehen, ne? Können wir Licht anmachen hier? Danke. Könnte schon mal für später die Pizza in den Ofen tun. Das macht einfach zu viel Spaß, Leute. Wird das überall so sein? Also, wenn ich jetzt auch nachher irgendwie in der Tauchstation da bin und so, dass ich da alles rumschleppen kann? Cool, cool Game, cool. Was war das für eine Notiz? Oh. Junge Frau kommt bei Unfall im Stadtzentrum ins Leben. Freitag, 10. April 2015, Toronto. Von ihren Kindern abgelenkt, vorgestern eine Pkw-Fahrerin bei Rot über die Kreuzung von Bloor Street und Spadina Road und rammte ein anderes Fahrzeug seitlich. Die Mutter und ihre Kinder, die in einem robusten SUV unterwegs waren, natürlich, überstanden den Unfall mit leichten Verletzungen. Der Unfallgegner hingegen hatte nicht so viel Glück. Icke. Als das SUV die Beifahrerseite traf, erlitt die 23-jährige Ashley Hall lebensgefährliche Verletzungen und erstickte noch vor Eintreffen der Rettungskräfte am Blut in ihren Lungen. Ihr Lebensgefährte und Fahrer des Wagens, der 26-jährige Sam Jarrett, okay, doch Icke, überlebt den Unfall mit wahrscheinlich bleibenden Hirnschäden. Der Fahrerin des SUVs zufolge handelt es sich um einen nicht zu vermeidenden Unfall. Ihr Name wurde nicht von der Polizei veröffentlicht. Okay, cool. Fand ich gut, hat Spaß gemacht, der Crash. Okay, let's go! Feels like milk, but the taste is like sucking on a penny. Dann können wir ja los, ne? Vorbildliche Bürger machen Licht an. Nein, natürlich Licht aus. Licht aus. Hier werde ich mir irgendwann noch mal massiv den Kopf stoßen. Leute, es tut mir leid, es geht nicht anders. Steck. Oh nein, der Stuhl ist abgestürzt. Kann ich hier nicht rotieren? Kann ich mit den anderen Sachen auch? Es geht nicht. So ist nice. So, Licht aus. Schlüssel nehmen. Briefe nehmen. Die sind ja für mich. Okay, soll ich die aufmachen? Nö, scheiß drauf. Tschüss! Denkt ihr euch, ne? Ganze Sache hätte ich natürlich auch in einer Minute durchziehen können, aber man muss ja mal gucken, was so geht im Game.
Jesse. Klar. Jesse. Hey, Simon. I got your email. Just wanted to wish you good luck and let you know I got you covered. Thanks. I should be able to come to the store after this scan. Don't sweat it. I got Matt and Chris help me out. Maddie from SNL? I guess you didn't hear. He's coming in full time, working the comic section. That's Ashley's job. Yeah, well, you know. Forget it. Not doing her any favors by leaving an empty spot. Not like she's coming back. Well, good luck. Hope they find a way to reverse the whole, you know, dying thing. Dying thing? You're the worst support ever. What should I say? I'll see you later, Jesse. Don't burn the place down while I'm gone. Over and out, buddy. Hello? Dr. Munchie? Dr. Munchie? Where is everyone? Thought this place would be busy. Das ist ein bisschen strange. Auf jeden Fall. Da kann ich das Bild nicht umschmeißen. Jetzt kann ich die Leiter hier nicht umschmeißen. Aha. Oh. Hab ich ihn jetzt rausgeschmissen? Kommst du wieder her? Das wollte ich nicht. Ich bin ja nicht zu Hause, ich kann ja nicht so eine Unordnung da lassen. Ein bisschen Licht kann in die Sache reingemacht werden. Kanada? Verdammt. Obwohl es wahrscheinlich sogar besser war, als in den Staaten zu sein. Sonst würde mich das hier alles Milliarden Dollar kosten. Paul, wo bist du? Wir haben noch ein paar Stunden. Ich habe Simon Jared erwischt. Lass uns das durchziehen. Ich habe dein Notebook an der Rezeption gesehen. Bist du schon hier? Ruf mich baldmöglichst an. Hallo, haben Pace mit der Laborzeit diese Woche gesprochen. Ich konnte den Scanner für morgen früh und nochmal für Freitag buchen. Ich weiß, es macht zwar nicht viel her, aber sie haben gesagt, dass wir den leerstehenden Rezeptionsbereich als eine Art Drohne benutzen können. Dadurch können wir an ihre Computersimulationen laufen lassen. Außerdem könnten wir dann schnell ins Labor gehen und den Scanner benutzen, wenn sich plötzlich ein Zeitfenster im Benutzungsplan auftut. Ich dachte, wir könnten morgen ein paar Tests laufen lassen. Wir könnten uns gegenseitig scannen, um die Ausrüstung kennenzulernen. Angeblich soll es recht einfach sein. Hoffentlich wird Dr. Aaron Peak am Freitag die Leute rüberschicken. Einer ihrer Patienten hatte kürzlich einen Autounfall. Klingt interessant. Gesendet. Wir sind ausgesperrt. Im Laborbelegungsplan gab es heute ein freies Zeitfenster. Leider hat uns niemand über die Änderung des Zugangscodes informiert. Ich rief deswegen den Sicherheitsdienst an und brachte Professor Wei dazu, für unser Projekt zu bürgen. Dann bekam ich endlich so einen Oberboss der Rechtsabteilung von Pace an den Hörer, der unsere Labornutzungsberechtigung erneuern konnte. Den Code darf ich nicht in E-Mails oder Textmeldungen weiterleiten, aber werde eine Notiz oder sowas hinterlassen, falls wir ihn vergessen. Paul. Wo ist die Notiz? Ups, 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 Entschuldigung. Bleh. Okay, Code oder sowas hinterlassen. Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Das sieht alles mega professionell aus. Klar, lasse ich hier gerne meine Hirnschäden scannen. Auf jeden Fall. Wir hatten hier die Tasse liegen lassen. Mann, räumt doch einen Scheiß auf. Macht keinen guten Eindruck. Klatsch. Will? Nee. Ja, wo hast du den Code hinterlassen jetzt? Für die Tür.
Nachricht an. Hier aber keine Notiz. Sonst ist hier nichts. Alles klar. Der Mülleimer. Entschuldigung, sorry, da liegt doch was. Warum geht das Kabel durch den Boden? Geile, geile Kabel verlegen. Oh nein, das mache ich nicht. Mache ich auch. Toronto Tower. Hinstellen. Weiter nach Code suchen. Ich drücke mal erstmal hier rum. Gut. This is the place, right? It must be. Oh, Mr. Munchie. Ich rufe ihn mal an. Let's just call Munchie real quick. Great. Got his phone turned off. Hey, Digga, du hast doch gerade mit mir telefoniert. I can figure this out. Ja, aber... irgendwo eine Notiz hinterlassen. Irgendwo eine Notiz hinterlassen. Komm ich nicht wieder raus, ne? Can't give up yet. Er hat gesagt, er wird irgendwo eine Notiz hinterlassen. Ich sehe sie nicht. Bin ich denn blind? Ich meine, das werden ja offensichtliche Zahlen sein. Kann es nicht hier irgendwo krass versteckt sein? Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Da auf der anderen Seite habe ich da schon geguckt. Scheinbar. Stopp! Bin gespannt. Das ist von, ups, sorry. Wenn er richtig so. Schade. War ein bisschen too much gewesen, ne? Dr. Munchie? Can you hear me? Hallo. Hello? 361364. Ist jetzt ein Scherz. Ist doch kein Rätselgame. Das muss doch ja halbwegs offensichtlich sein. Wenn ich randaliere ja noch gerne ein bisschen rum, da könnte ich die ganze Zeit machen, aber. Blub, blub, blub. Aber das kann doch nicht sein. Das kann doch gar nicht sein. Was ist das? Er wählt hier offensichtlich dies Brand Color. Da sehe ich auch nichts. Dies Brand Color. Nee. So, ich lege mir die scheiß E-Mail nochmal durch. Ich kann die Schublade aufmachen. Ah, na gut. Hab ich wohl übersehen. Verschwinde. Hau ab. Piss dich. Lesen. Umdev Tweak 2501. Okay. Strafe. Oha.
Och nö, das muss ich nicht alles lesen, nachdem wir hier schon uns ziemlich doof angestellt haben bei der Suche nach Zahlen. Können wir noch ein bisschen Ordnung schaffen. Hey! Wow! Achtung! Nice. Sauber. Cool. Oh, sorry. Na gut. 2501. Aber um es richtig asozial und spannend zu machen, da ich nur Scheiße gebaut habe in dieser Folge, ist mir egal, was da hinter der Tür passiert, sehen wir in der nächsten Folge. Haut rein. Peace.